Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde, zu die Zwerge. Ja, wir sind wieder da. Beziehungsweise, wir sind jetzt in der großen Esse angekommen. Wir nähern uns langsam dem Ende, kann ich schon mal verraten. Ja. Also ja, wir sind in der großen Esse Drachenbrot angekommen. Da ist die große Esse. Groß. Leider ist die Sache mit dem Drachen im Spiel ausgeblieben. Also im Buch gab es das, wobei der Drache halt tot war. Aber es gab den Drachen im Buch. Der diese Esse entzündet hat. Beziehungsweise dessen Feuer die Zwerge sich genommen haben, um die Esse zu entzünden. Ich betone genommen, weil Zwerge stehlen nicht. Ja gut, wir können uns hier erstmal umgucken. Das erste Interessante sind natürlich die Zwerge hier, die Untoten. Beim Anblick der untoten Zwerge, die euch gerettet haben, wirst du melancholisch. Du wusstest, dass es keine lebenden Fünften mehr gibt. Doch dass sie die letzten 1000 Zyklen als Untote zubringen mussten, macht diese Wahrheit noch schmerzhafter. Naja gut, sie hätten einfach rausgehen und sich die Köpfe abschlagen lassen können. Dann wären sie nicht mehr so untot. Auf der anderen Seite des Tores ziehen sich die Horden Tions langsam zu einem organisierten Heer zusammen. Ihr müsst euch beeilen, damit die Orks hier nur eine leere Esse vorfinden, wenn sie angreifen. Mhm. Ja, da sind übrigens die Steuermechanismen für die Türe. Das wird nachher wichtig. So, gucken wir uns die Esse an. Die heißeste Esse im geborgenen Land. Drachenbrodem. Das Feuer soll von dem Drachen Branbausil stammen, der von den Fünften gejagt wurde. Du bist froh, dass ihr keinen Drachen auf eurer Reise bezwingen musstet, obwohl du jemanden kennst, den die Aufgabe gereizt hätte. Ja, Boindil. Ein großer Abzug, der sich wohl durch den ganzen Berg schlängeln muss, um den Rauch aus der Esse nach draußen zu leiten. Ein großer Abzug, der sich wohl durch den... Ja. Den können wir uns mehrmals ansehen. So, wir können jetzt mit Leuten reden. Erstmal sollten wir König Giselbart danken, dass er uns hier reingelassen hat. Oh, da gibt es noch was zum Angucken. Ah, Amboss und Esse können wir uns noch angucken. Also erstmal gucken wir uns alles an, natürlich. Hier konnten etliche Schmiede gleichzeitig an Meisterwerken der Schmiedekunst arbeiten. Die Fünften galten immer als die besten Schmiede. Und du kannst dir kaum vorstellen, was auf diesen Ambossen an legendären Werken geschaffen wurde. Sehr viel, würde ich vermuten. Wäre ich ein Zwerg, ich würde hier einziehen, ganz ehrlich. Das ist richtig heimisch hier. Abgesehen von den Orks und Untoten. Aber, naja. Und dem Schutt. Gut, also, reden wir erstmal mit dem König. Also König Giselbart vor dem Fünften. Wir haben ja da drüben noch König Gandogar vor dem Zweiten. König Giselbart Eisenauge. Ich kann auch immer nicht glauben, dich persönlich getroffen zu haben. Meine Zeit ist lange vorbei. Erzählt man sich noch viel von mir? Du überlegst für einen Moment, wie du antworten sollst. Viele geben den Fünften und damit ihrem Stammvater die Schuld daran, dass sich die Geschöpfe Tions und das tote Land breit machen konnten. Dein Name ist nicht vergessen. Du überlegst für einen Moment, wie du antworten sollst. Viele geben den Fünften und damit ihrem Stammvater die Schuld daran, dass das tote Land so weit vorgedrungen ist. Dein Gegenüber nickt nur kaum merklich. Die Bestien bereiten sich auf einen Angriff vor. Dein Gegenüber nickt nur kaum merklich. Du schaust zu den massiven Türen aus Eisen und Bändern, die von den Runen eures Gottes zusätzlich geschützt werden. Wie lange haben wir? Du schaust zu den massiven Türen aus Eisen und Bändern, die von den Runen eures Gottes zusätzlich geschützt wurden. Lang genug. Wir werden die Tore halten, solange es nötig ist. Ja, da war irgendwie ein Bug drin oder der Sprecher hat hier irgendwie eine Probe gemacht und niemand hat's überprüft, weil man hat den Sprecher doppelt gehört, nur halt in zwei verschiedenen Tonlagen, ehrlich gesagt. So. Quatschen wir uns hier durch oder gucken wir erstmal nach denen, die hier rumstehen. Gucken wir erstmal nach Andokai und Rodario. Rodario scheint ja verletzt zu sein. Auch wenn seine Nummer uns ja das Leben gerettet hat, ein bisschen.
Ja, Bavrakur, wo war jetzt nochmal? Ach, da ist Ganduga. Ihr seid sehr gründlich, ehrenwerte Mager. Ich hätte den Ork bitten sollen, mich auf den Mund zu treffen, damit ihr mich mit euren Lippen zurück ins Diesseits hättet küssen können. Holde Jungfrauen küssen nur tapfere Krieger. Ein Schauspieler kann vieles sein, auch ein Krieger. Das ist wohl wahr. Aber dein Gemächt hat mir zu viele Schlachten im ganzen Land geschlagen, als dass ich dem Träger vertrauen könnte, dass er nicht die Seiten wechselt, sobald sich eine Gelegenheit bietet. Bleib bei den Frauen, die dich verehren, großer Junge. Du schmunzelst. Es scheint, Rodario ist wohl auf. Um ihn musst du dir keine Sorgen machen. Gut. Dann lassen wir die beiden mal weiter rumturteln. Du bist lange mit Jerun gereist. Doch weißt du immer noch nicht, was sich hinter der Maske verbirgt. Je länger du ihn betrachtest, desto mehr glaubst du, ein schwaches Leuchten hinter dem Stahlgesicht zu sehen. Du fragst dich, was sich hinter der Maske verbirgt. Du klingst, als ob du es wüsstest. Als ich noch klein war, erzählte mir meine Mutter von einem Wesen. Dem König unter allen Geschöpfen Tions und Samusins. Es ringt mit den Starken und vernichtet die Schwachen und Unfähigen. Seine Augen sollen blau-violett leuchten und sein Anblick reicht aus, um die Schwächsten davonlaufen zu lassen. Alle fürchten ihn, den Sohn Samusins. Du bist dir nicht sicher, ob sich die Maga einen Scherz erlaubt. Würde sie wirklich mit dem Sohn ihres Gottes reisen? Mit einem vielsagenden Lächeln lässt dich die Maga allein. Jo, das hat sogar schon Sintoras angedeutet, dass er der Sohn Samusins ist. Die furchterregende Baracke hier. Es ist mir kein richtiges Wort eingefallen. Gut, nächster Schritt. Boindil. Du wirkst bedrückt. Sollen wir ein paar Schweineschnauzen durch das Tor lassen? Du erwartest eine prompte Reaktion, doch Boindil schweigt für mehrere Augenblicke. Ich habe darüber nachgedacht, welche Weitsicht Vrakas besaß, als er so viele verschiedene Leute zusammengebracht hat. Jeder wird dazu beigetragen haben, die Feuerklinge zu schmieden. Ohne dich wären wir niemals aufgebrochen. Ohne die Handwerker könnten wir sie nicht herstellen. Ohne den Schauspieler wären wir nicht lebend durch die Schweineschnauzen gelangt. Und das Spitzohr wird die Feuerklinge letztlich gegen das Böse führen. Wir sind die beste Truppe für diese Expedition. Die einzige Truppe, der es gelingen könnte. Du hast dich und deinen Bruder vergessen. Ihr habt uns Wege durch die Reihen der Feinde gebahnt, wo andere aufgegeben hätten. Boindil nickt dir zu, schon wieder halb in Gedanken versunken. Ja, er macht sich natürlich Sorgen um seinen Bruder. Andererseits ist das sehr weitsichtig gewesen mal von Mr. Hau drauf. Gut, gucken wir nach Bavrakur. Ihm geht's ja sicherlich nicht so gut. Tungdil, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wenn ihr hier raus seid, dann richte Boindil aus, dass ich ihm seine Tat vergebe. Das wird er mir nicht glauben, du solltest es ihm selbst sagen. Die Zeit ist noch nicht reif. Sag ihm einfach, ich hätte verstanden, dass er meine Schwester ebenso liebte wie ich. Ich habe es gehasst, sie zu verlieren. Also hasste ich den, der die Axt führte. Aber ich will nicht mit Hass auf ihn sterben. Dein irritierter Gesichtsausdruck lässt den Steinmetz weitersprechen. Ich zog aus, um ein ruhmreiches Ende zu finden. Es ist soweit. Ich werde hierbleiben, wenn ihr weiterzieht und euch den Rücken decken. Dir gefällt der Gedanke nicht, einen weiteren Gefährten zurückzulassen. Du willst ihn umstimmen, doch du kommst nicht zu Wort. Versuche nicht, mich umzustimmen. Meine Entscheidung fiel vor etlichen Umläufen. Danke, dass ich meinen Wert beweisen konnte, Tungdil Goldhand. Ja. Das mit dem Handschlag hat nicht ganz so gut geklappt. Aber ja, Bavrakur will zurückbleiben. Er hat ja auch keine große andere Wahl. Er ist ein Untoter mittlerweile. Ich glaube, es ist besser, wenn er hier seinen Frieden finden kann. Indem ihn ein Ork enthauptet. Nachdem er 100 umgehauen hat. So, reden wir mit Gandogar. Der hat ja einen seiner Clansmänner jetzt verloren. Den Schimmerbart,
der Feigling, der sein Leben riskiert hat, um seinen König, also sein Leben geopfert hat, um seinen König zu retten. Ohne zu zögern hat er sich gegen den Ork gestellt, obwohl er genau wusste, dass er ihm nicht gewachsen war. Wie kommt ihr voran? Als du dich Gandogar näherst, der die Arbeiten Goimgars übernommen hat, legt der König die Edelsteine müde beiseite und knackt mit den Fingern. Er scheint froh über die Unterbrechung, braucht dann aber einige Momente, um die richtigen Worte zu finden. Als du dir Goimgar wähltest, freute ich mich, weil ich zu wissen glaubte, wie sehr er ein Künstler und wie wenig er ein Krieger wäre. Er hat bewiesen, dass er mehr Zwerg war, als ich annahm. Was hast du vor, wenn das hier vorbei ist? Willst du noch immer gegen die Elben in den Krieg ziehen? Du nickst. Du betrachtest den König und stellst eine Frage, die dich beschäftigt, seitdem ihr euch wieder getroffen habt. Willst du noch immer gegen die Elben in den Krieg ziehen? Der Verrat der Elben ist absolut. Sie sind schuld am Untergang der Fünften und am Tod meines Vaters und Bruders. Ich kann ihnen niemals vergeben. Der müde und leicht wehmütige Ausdruck im Gesicht des Königs wird hart. Der Verrat der Elben ist absolut. Sie sind schuld am Untergang der Fünften und am Tod meines Vaters und Bruders. Ich kann ihnen niemals vergeben. Es gab keinen Verrat durch die Elben. Ich bin Glandalin Hammerschlag aus dem Clan der Hammerschlags und war im Gegensatz zu dir an diesem trüben Tag dabei, als der steinerne Torweg durch Verrat eines Zwerges fiel. Eines Zwerges? Es war Glamdolin Starkarm aus dem Clan der Starkarme, der die Losung zum ersten Mal nannte und die Riegel öffnete. Er wartete schon sehr lange auf die Gunst des Augenblicks. Er schlich sich vors Tor und gab das Land den Horden preis. Er war es auch, der den Albä zuvor einen geheimen Pfad in unsere Stollen wies, um uns hinterrücks anzugreifen und mit einem rätselhaften Fieber zu vergiften. Ich verstehe nicht. Er war ein Dritter, ein Zwergentöter, der sich in unseren Stamm einschlich und sich voller Schleue maskierte, um uns in unserem geschwächten Zustand dem Untergang zu weihen. Er starb durch meine Hand, aber er erhob sich wieder durch die Macht des toten Landes und nannte die Losung ein zweites Mal. Hörst du, es waren nicht die Elben, sondern ein Zwerg, der geschickt im Verborgenen arbeitete. Wie sehr vertraust du Bisli Pur und seinen Beweisen, wenn hier ein Zwerg steht, der selber dabei war? Hörst du? Es waren nicht die Elben, sondern ein Zwerg, der geschickt im Verborgenen arbeitete. Wie sehr vertraust du deinen Beweisen, wenn hier ein Zwerg steht, der selber dabei war? Du hast Gandogar etwas zum Nachdenken gegeben, auch wenn du den Namen Bisli Pur, den Namen seines Beraters, nicht in den Mund genommen hast. Ja, auch hier merkt man, dass die Aufnahmen wohl nicht mehr überprüft wurden im Nachhinein und wahrscheinlich niemand auf diesen Fehler aufmerksam gemacht hat bis jetzt, dass da mehrere Sprechaufnahmen nebeneinander aufgenommen wurden. Also wir hatten zweimal denselben Text, nur teilweise auch ein bisschen anders und ein bisschen anders gesprochen. Aber ja, gut, so weit am Ende des Spiels ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Nächster Halt, Namora. Als du dich Namora näherst, massiert sie sich gedankenverloren das Handgelenk. Sie hat ein Armband aus Tionium beigesteuert, um die ungewöhnliche Legierung der Feuerklinge zu vervollständigen. Das Armband war ein Geschenk meiner Mutter, das mich gegen die Kräfte des Guten schützen sollte. Naja, da ich nun anscheinend auf der anderen Seite stehe, habe ich sowieso keine Verwendung dafür. Hoffentlich wirst du nicht zu gut. Die Feuerklinge kann nur von einem Feind der Zwerge geführt werden. Du lächelst sie aufmunternd an und sie erwidert deinen Blick. Ihr beide wisst, dass Albä immer die Feinde der Zwerge bleiben werden. Ja. Da ist immer eine Stufe hochgegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade ein Bug war. Aber wenigstens hat bei ihr die Sprechstimme richtig funktioniert. Nächster halt Vorgas. Der Magister Technicus schaut von seiner Arbeit auf. Ah, Tungdil, schau, was ich entdeckt habe. Hier, an den Wänden des Schlots gibt es schmale Stufen und weit oben kann man blauen Himmel sehen. Hm, sehr gut. Das könnte unser Weg hier raus sein, sobald die Feuerklinge fertig ist. Jo, Vorgas hat was entdeckt. Das ist das, was wir uns auch hier anschauen konnten, glaube ich. Vorgas hat dich auf den Abzug als möglichen Fluchtweg hingewiesen. Du hoffst nur, dass ihr dazu kommen werdet, ihn zu benutzen. Mhm.
Jetzt fehlt nur noch Balindis. Du betrachtest Balindis schwitzende Haut, ihre Muskeln und ihr Haar. Als dir klar wird, was du tust, stammelst du... Kann ich irgendwie helfen? Ich glaube, der Knoten hat sich gelöst. Sie deutet hinter sich mit einem leichten Nicken. Sie lächelt dich strahlend an. Danke für die Hilfe. Du fühlst, wie du bei ihrem Lächeln dahinschmilzt, wie das Eisen in der Esse. Natürlich nicht zu danken. Haltet sie auf, bis wir die Axt geschmiedet haben. So, letzter Sprechpartner und jetzt geht die Kacke los. So, wir haben die... Ich weiß nicht, warum wir Bavagur im Trupp haben können. Deswegen werfe ich ihn einfach mal raus und nehme mir den dicken Jerun. Und am besten die Maga. Okay, die sieht ganz gut aus soweit. Mächtiger Hieb, den Tritt raus, mehr Schaden machen. Und mehr Schaden bei Spezialattacken. Und Kampf starten. So. Was denn? Vielleicht bringt's was. Andokai, du rennst erstmal da hoch. Der Rest... Sofort. Geht nach vorne. Ja? Und hilft ein bisschen mit. So, das aktiviert die Gradsteuerung. Boing. Gut, und verschafft uns etwas Luft hier. Ja gut, wäscht euch hier mal durch. Ja, jetzt kann ich wieder Auswahl treffen. Ja? Und jetzt? Auf die Reha! Was denn? So. Wo ist Tongi gerade? Da ist Tongi gerade. Achso, damit machen wir Feuer. Gut. Zu wissen. Stellst du das bitte wieder aus? Chancenlos. Okay. Was denn? Also gut. Und weiter. Das hilft jetzt nicht ganz so gut. Du haust den Anführer wieder an. Oink, oink, kleines Schweinchen. Nun was da. Aber klar. Wo ist der Nächste? So, Tongdil liegt auf dem Boden. Schluss damit! Ja, sofort! Andokai sieht ein bisschen weniger gesund aus. Es sind ja zum Glück nicht mehr viele Feinde. Sterben zu lassen? Jetzt bin ich aber gespannt. Also gut. Vielleicht bringt's was. So, nur noch. Wo ist der Nächste? Zwei, ein Gegner. Ach, da hinten. Gut, das wäre erledigt. Das ist es. Wir haben es geschafft. Darf ich? Sicher, ohne euch wäre sie nicht geschmiedet worden.
Die Axt, die das Böse aus dem geborgenen Land vertreiben wird. Nun ergibt es einen Sinn. All die Zyklen des Ausharrens, des Kampfes, die Qualen des Untodes. Vrakas, sei Dank und Ehre. Erzählt den Stämmen, dass wir nie aufgegeben haben. Die Fünften haben das Böse bekämpft, solange sie konnten. Hier, behalte ihn als Andenken. Dein Geschenk ist zu viel der Ehre. Es gebührt dir nach allem, was ich hörte und sah, wie keinem anderen. Versprich mir nur eines, Tungdil Goldhand. Besiedelt diese Hallen neu, wenn ihr das Böse aus dem Land vertrieben habt. Lasst das fünfte Zwergenreich nicht länger von Bestien beherrscht sein. Ja, die letzten Level-Ups für die letzten Leute. Ja, wir sind jetzt immer noch zu neunt. Naja, Balfragur und Goimgar sind weg. Dafür haben wir jetzt Gandokar. So. Balindis kriegt ein Level-Up und kriegt damit auch endlich mal ihre dritte Fähigkeit. Füllt ihre Aktionsleiste vollständig auf. Nehmen wir das. So. Andokai kriegt nur ihre Windböe. Gott guckt die grimmig rein und Jerun kriegt unüberwindbar. Proviant. Gold, das wir nicht mehr brauchen. Heiltrank.